Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur dritten Episode von Upgrade ABC. Die Serie hat bei der letzten Folge einfach mal 40 Daumen nach oben bekommen. Dafür ein riesengroßes Dankeschön. Und falls euch diese Episode wieder gefällt, vergesst nicht auch einen Daumen nach oben dazulassen. Damit unterstützt ihr auch die Arbeit, die in so einem Video liegt. Und die ist nämlich echt riesig groß, denn da stecke ich locker 3 Stunden rein in so ein Video. Und ja, Freunde, deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich mal rein. Im Tor haben wir jetzt Pantilimon in Hero sozusagen. Er hat richtig gute Werte für einen 77er Keeper. In der Innenverteidigung haben wir Bassong mit 74 Tempo, 75 Defense und 80 Füße, 1,87 groß. Der perfekte Mann in der Innenverteidigung. Dann haben wir Schulz, der hat nicht allzu gute Werte, aber das geht auf jeden Fall auch klar. Dann gehen wir in die rechte Verteidigung, dann haben wir Taylor, der ist leider auch nicht allzu schnell, aber sonst hat er eigentlich gute Allround-Werte und ist auch kein schlechter Mann. Und vorne haben wir dann noch Altin Top geholt. 66 Tempo natürlich nicht überragend, 3 Sterne Skills. Eigentlich kein guter Mann, wenn man ehrlich ist, von den Werten her, also in Real Life ist er schon ganz gut, aber hier sieht das einfach nicht optimal aus. Und dann haben wir noch Nugent vorne, eigentlich wollte ich mir Niang holen, aber der ist leider extinct und sogar als rechter Flügel extinct. Ich wollte mir dann einfach als RS holen oder als RF, nur den gab es dann einfach nicht, dann habe ich mir Nugent geholt, denn wir müssen uns ja einen Spieler mit N holen und der hat eigentlich ganz gute Werte, 78 Tempo, 71 Shooting, 72 Dribbling. Das passt auf jeden Fall halbwegs gut. Wir mussten ja 6 Spieler downgraden, weil wir die letzte Episode 6:0 verloren haben, deswegen eine Tordifferenz von minus 6, das deswegen 6 Spieler downgraden. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir es auch schon ins Game und ja, dann würde ich sagen, let's go. So, Freunde, da haben wir auch schon einen Gegner gefunden, die Latenz passt halbwegs und dann würde ich sagen, spielen wir mit den weißen Trikots, er mit seinen schwarzen Real Madrid Trikots und dann sehen wir uns mal sein Team an, 75er Bewertung, 100er Chemie, oh mein Gott, wie viele Bronzespieler hat er auf seiner Bank, Martinez Team of the Season, Snyder Inform, Nani Quaresma dafür, also dann auch noch Skiller am Start und ja, das Team sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. So, Freunde, nach den 6 Downgrades bei der letzten Episode müssen wir auf jeden Fall Upgrades rausholen. Oh, oh, was eine Situation. Oh mein Gott, mach ihn rein, mach ihn rein. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wer das war. Boah, was ein Pass auf Nugent, obwohl der war gar nicht mal so gut. Oh, Nugent, schön gemacht. Spiel ihn nochmal rüber, komm, komm, komm. Oh mein Gott, warum machst du den nicht einfach rein? Da läuft sich einer frei, da oben läuft sich einer frei. Der bekommt den Ball, der bekommt den Ball. Jetzt mach ihn einfach eiskalt ins kurze Eck. Was für ein Tor. Schön herausgespielt. Der Lupfer über die Abwehr sozusagen. Und Boetus macht den Ball dann rein zum 1:0. Weiter geht's dann aber über Boetus. Boetus auf Nugent. Oh, schön gemacht. Und jetzt der Pass in die Tiefe. Altin Top, komm, den holst du dir. Boetus, Boetus, Boetus. Boetus mit dem 2:0. Sehr, sehr glückliches Tor. Aber Boetus ist wieder mal zur Stelle in der 39. Minute. Haut er hier den Ball mit dem Kopf rein, obwohl er sauklein ist. Hier können wir es nochmal sehen. Sehr, sehr glücklich, aber im Endeffekt hat er das richtig gut gemacht. Und somit steht es 2:0. Boetus könnte zum Matchwinner werden. Lupf ihn drüber. Oh mein Gott, was war das? Das könnte ganz gefährlich werden. Snyder haut den Ball hier an die Querlatte. Oh mein Gott, ich habe gedacht, der Ball ist schon im Tor. Halbzeitpause und es steht 2:0 für uns. Ein sehr, sehr sicheres Ergebnis. Wir sind natürlich überlegen, aber das am Ende hätte jetzt auf jeden Fall noch ein Tor werden können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Halbzeit Nummer 2. So, Freunde, das Videomaterial aus der zweiten Halbzeit ist leider verloren gegangen. Wir haben aber mit 2:1 gewonnen. Zum Glück, damit konnten wir ein Upgrade rausholen. Und ja, Freunde, ich werde euch jetzt nochmal kurz das Commentary einblenden, wo ich das 2:1 bekommen habe. Oh mein Gott, wie blöd kann man verteidigen. Die stehen sich hier selbst im Weg und dann macht er hier natürlich das 2:1. Somit sind wir jetzt nur noch bei einem Upgrade. In der 63. Minute mit Nani, das könnte auf jeden Fall nochmal kritisch werden. So, Freunde, das war also das Commentary beim 2:1. Somit habe ich mehr oder weniger bewiesen, dass wir wirklich 2:1 gespielt haben. War richtig blöd, dass das Videomaterial verloren gegangen ist, aber es ist halt nun mal so. Ja, Freunde, wir konnten dann im Endeffekt Taylor, unseren neuen Rechtsverteidiger, upgraden. Er hat nämlich die schlechteste Spielerbewertung erhalten. Und da wir mit 2:1 gewonnen haben, durften wir einen Spieler upgraden und das ist eben Taylor. Und da werde ich euch jetzt zeigen, wer in der nächsten Episode für Taylor spielen kann. Option A lautet Richards und er hat auf jeden Fall richtig geniale Werte, 79 Tempo, 86 Physical und 78 Defense, das dürfte auf jeden Fall gut funktionieren, wir brauchen ja einen Spieler mit R und deswegen ist Richards auf jeden Fall ein geeigneter Mann und dann sehen wir uns bei Option B.
Option B lautet dann Rafinha. Er ist auf jeden Fall auch kein schlechter Mann, hat aber weniger Tempo und ist allgemein nicht so stark physikalmäßig und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich bevorzuge das Sean Richards, weil er einfach ein etwas stärkerer Rechtsverteidiger ist und der sich nicht so leicht abdrängen lässt. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der heutigen Episode von Upgrade ABC. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass die zweite Halbzeit verloren gegangen ist. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Upgrade ABC sehen wollt. Das war auf jeden Fall die dritte Episode. Ich hinterlasse euch wieder zwei Kommentare. Eins lautet Option A Richards, eins lautet Option B Rafinha, und das mit den meisten Likes wird dann in der nächsten Episode von mir umgesetzt. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch wirklich, und ich verabschiede mich und sage wie immer: Ciao Leute, FIFA All Stars.